Hallo und herzlich willkommen bei The Car Crash Review. Ganz am Anfang, bevor es losgeht, wollt ihr das honorieren, dass wir jeden Tag, jedes Wochenende immer für euch arbeiten, nämlich jeden Tag ein Auto vorstellen, Jesse und oder ich. Dann abonniert ihr genau jetzt den Kanal, macht das, ist eine gute Sache für euch. Ja, und das Auto, das ich heute dabei habe, das hat mich beeindruckt. Ich habe letzte Woche mit einem Journalisten gesprochen, der gesagt, du sag mal Jan, ist es nicht schwierig quasi an unserem Beruf, dass wir Autos vorstellen müssen, die auch unemotional sind? Eigentlich würde ich nur gern Alfa Romeo, Maserati, Ferrari vorstellen, die kleinen Autos interessieren mich nicht so. Und dann habe ich gesagt, nein, sehe ich nicht so. Und warum, das erkläre ich euch heute am Facelift vom Fiat Tipo. Hier steht da mit 130 PS Diesel in der Ausstattungsvariante live. Und was krass ist bei diesem Auto, der Online-Preis von dem beginnt bei 16.000 Euro. Okay, zugegebenermaßen, so wie er hier steht, beginnt er bei 22.000 Euro. Wir waren genau 14 Tage mit dem unterwegs, sind über 2.000 Kilometer gefahren und ich habe dieses Auto lieben gelernt. Natürlich immer unter dem Gesichtspunkt, dass ich es krass finde, dass Fiat einfach sagt, schauen wir mal, wie viel Auto wir für echt vernünftiges Geld anbieten können. Und da ist es so eine Art Weltmeister. Italien Europameister, das Auto vielleicht Weltmeister, was werden wir zusammen machen? Ja, wir besprechen die Optik, wir besprechen den Innenraum, die Motoren, die Vorteile, die Nachteile, die Förderung. Gibt es eine? Gibt es einen Plug-in-Hybrid? Gibt es keinen? Wir besprechen einfach alles zu diesem Auto. Er wird gefahren. Jesse hat euch ja schon sehr viel vorgestellt, auch die Cross-Version. Ja, dann geht es jetzt los und dann gibt es einen kleinen Kuss am Anfang von mir für diese Passione rote Schönheit. Mua. Ja, und ganz am Anfang, bevor es losgeht, spreche ich natürlich über unseren Kooperationspartner. Das ist GoLeasy. Was machen die Jungs? Die vergleichen für euch unter den etablierten Leasinganbietern, ja, und suchen den garantiert besten Leasingpreis raus. Die lieben natürlich Plug-in-Hybride, weil da bekommt er eine Förderung von bis zu 7.000 Euro, ne, zahlt nur 0,5% Dienstwagensteuer. Der hier hat keinen E-Antrieb, der hat keinen Plug-in-Hybriden-Antrieb, der hat nicht mal einen Mild-Hybriden-Antrieb. Und das ist natürlich so ein bisschen eine Problematik aktuell, weil die Wettbewerber, und die kennt ihr alle, das ist natürlich der Golf-Variant, das ist der, ja, zum Beispiel Peugeot 308 Sportswagen, das ist der Skoda Octavia als Kombi, da schreibt man den ja mit C, das ist der Seat Leon als Kombi, das ist der Ford Focus Turnier. Ja, die haben das teilweise. Interessant jetzt, Fiat, jetzt ganz neu im Stellantis-Konzern, untergebracht, verheiratet und da gibt es natürlich Plug-in-Hybride Antriebe, das heißt, dieses Auto ist ein Auslaufmodell, weiß auch Fiat. Den gibt es zwar erst seit 2016, aber da haben wir gesagt beim Auto, was in der Türkei gebaut wird, okay, machen wir nochmal ein Facelift, schauen wir nochmal auf der alten Plattform, ja, die ja nicht die EMP2 ist, sondern eben die Fiat-Plattform. Wie geil können wir ihn machen und wie viel Auto können wir für echt solides Geld anbieten? Und die Online-Preise bei dem Auto sind echt krass. Also der beginnt bei 16.000, so wie er hier steht, ne, bei 22.000 Euro. Großartig. Aber was hat sich eigentlich hauptsächlich getan? Wir haben ja hier den Kombi. Das habt ihr da von hinten erkannt. Der Kombi hat natürlich Vorteile. Es gibt noch einen Fünftürer. Früher gab es eine Limousine, die war nicht so beliebt. Deshalb ist sie jetzt aus dem Programm geflogen. Was es allerdings neuerdings gibt, ist eine Cross-Variante. Das machen viele Hersteller. Man setzt das Auto ein bisschen hoch, in dem Fall hier 4 cm, macht ein bisschen mehr Plastik drumherum und hat so ein kleines SUV-Light. Das kommt eigentlich daher, weil die Leute halt einfach alle SUVs wollen. Und wenn man dann über die Ausstattung spricht, finde ich es unglaublich kompliziert. Ne? Ihr habt ja Cross und City Cross, dann gibt es natürlich hier, ja, zum Beispiel City Life, es gibt Life, es gibt Business und es gibt City Sport hier drin. Und die Cross-Version, die ist leider noch nicht im Konfigurator, was ich sehr schade finde, denn die finde ich sehr cool. Aber Jesse hat euch ja den Kombi vorgestellt und da habe ich gemerkt, ihr wollt den Kombi zum großen Teil, weil der hat natürlich einfach, was den Nutzwert angeht, Vorteile. Und jetzt spricht man natürlich hier erstmal über die Farben. Ne? Gelato Weiß ist serienmäßig hier drauf, kostet keinen Aufpreis. Und hier ist The Passione Rot. Mega geile Farbe, finde ich. Ich habe mir die gewünscht. Hier steht sie jetzt. Und wenn man dann über die, naja,
Ausmaße spricht, dann ist der 4,57 Meter lang, 1,79 breit, 1,51 hoch. Die Cross-Version, die steht ja 4 cm höher. Das liegt teilweise am Fahrwerk, liegt teilweise an der Fahrwerk-Felgen-Kombination und ist insgesamt auch höher, ich glaube etwa 7 cm. Und dann ist es natürlich hier ein Facelift. Und was schade ist, Fiat, ich habe im Konfigurator geguckt, weil optional für 1000 Euro bekommt er hier ein LED-Licht, ein Voll-LED-Licht. Aber steht nirgends, was das Basislicht ist. Ich gehe stark davon aus, dass es eine Halogenleuchte ist. Hier ist die LED-Technology drin, steht auch hier. Ja, das ist richtig gut. Und dann ist es ein Facelift. Und im Facelift erkennt man oft an Kleinigkeiten, die machen hier aber viel aus. Das neue Fiat-Logo, Chrom ist hier vorne drin, richtig schick. Hier eben die Ausstattungsvariante Live. Und wenn ihr hier unten mal schaut, habt ihr die Nebelleuchte, habt ja, hier nochmal Chrom, hier unten den Radarsensor zum Beispiel. Wir haben richtig viele Assistenten und den Stoßfänger haben wir neu gemacht. Stoßfänger neu, Leuchten neu. Das, was man halt in so einem Facelift macht, aber das hat einen sehr großen Effekt, finde ich. Den Kombi gibt es ja nicht in der Cross-Version, ne? Muss man auch wissen. Und wenn er jetzt hier mal schaut, dann seht ihr schon, dieses Auto ist ein Nutzwertmeister, weil wir haben einen langen Radstand, relativ kurze Überhänge und hier eben den Kombi. Spricht man dann über die optischen Details, und es ist ja immerhin ein italienisches Auto, dann haben wir hier 17 Zöller. Ja, 16, 17, 18 Zoll Felgen gibt es. Die City Sport Version hat dann bis zu 18 Zoll Felgen, wenn ich das richtig erkannt habe. Fiat übrigens, der Konfigurator ist echt kompliziert. Das müsste man vielleicht sogar einfacher machen. Da hoffe ich, dass Stellantis ein bisschen bei der Sache hilft. Nichtsdestotrotz ein Auto, was wir 2 Wochen lang echt genossen haben. Spiegelkappen hier in Rot. Es gibt 2 neue Farben beim Facelift. Ne? Wir haben den in so einem Bronzeton gesehen, wir haben den in einem Silber vorgestellt, es gibt ein Blau, also echt schick. Dachreling hier oben in Schwarz. Das Einzige, was ich gar nicht so stimmig finde, ist diese Teletubby-Antenne hier oben, Bügeltürgriffe und an diesem kleinen Knopf erkennt er schon gut. Keyless Go ist hier drin, das Auto ist immer frontgetrieben und ehrlich gesagt an der Seite, bis auf die abgedunkelten Scheiben hinten, gibt es gar nicht so viel zu erkennen. Was soll ich euch denn da jetzt erklären? Also gehen wir mal ans Heck. Und wo wir uns vorne in dem Auto die LED-Leuchten gegönnt haben, haben wir sie auch hinten. Und das ist auch der Hauptunterschied in der Optik. Im Facelift das Fiat-Logo hier sehr präsent drin. Tipo steht hier, nicht Tipo, sondern Tipo heißt das ja. Ne? Und wenn wir dann mal da unten schauen, sehen wir kein Endrohr. Wenn Jesse sich ganz weit runter bückt, dann seht ihr vielleicht eins. Wir haben sehr schicken Dachkantenspoiler hier oben, so kleine Finlets. Und auf meiner Seite hier ist dann der Tank. 50 Liter Dieseltank. Und ich sage euch was, beim Verbrauch von dem Auto hier AdBlue Tank noch, schaut euch den gerne an. Ja, bei meiner Fahrweise auf der Autobahn bin ich mit diesem Auto 1000 Kilometer weit gekommen. Die Mathe-Freaks unter euch haben jetzt direkt schon den Verbrauch erahnt. Und das hat mich bei dem Diesel hier begeistert. Das hier wäre der Motor meiner Wahl. Warum, erzähle ich euch später. Der zieht, egal mit welchem Motor, 1,5 Tonnen, was Gutes. Und jetzt schauen wir uns mal den Kofferraum an. Und auch hier wieder kleine Tadel an Fiat, denn der Fünftürer, ja, der hat 440 Liter, der hier hat 550 Liter. Soweit so gut, aber ich habe keine Werte gefunden für eine umgeklappte Rückbank. Kann man jetzt auch sagen, dass der Jan, also ich, schlecht recherchiere, aber naja. Und jetzt schaut mal hier unten diesen riesen doppelten Ladeboden. Das ist wirklich krass und was auch schön ist, ist dieses Teil hier, guckt mal. Das könnt ihr einfach so rausnehmen, wieder reinmachen und könnt hier ja, den Kofferraum dann nochmal unterteilen. Wenn Jesse ein Stück nach hinten geht, kann ich so wieder reinmachen. Auf dieser Seite haben wir das dann auch. Und ja, das ist ziemlich praktisch. Das ganze Teil hier könnt ihr auch rausheben. Schaut mal, könnt es dann auch rauslegen. Sowas mache ich nie, weil der Kofferraum reicht hier sichtlich aus. Und dann habt ihr hier nochmal ein Teil. Guck mal hier diese Ladesicherung, die ihr dann hier auch nutzen könnt. Jessys Lieblingstrick ist immer, dass man es so machen kann. Dann funktioniert es, findet sie irgendwie richtig gut. Ja, und jetzt zeige ich euch mal, wenn man die Rückbank umklappt,
wie viel Platz man da hat. Das ist großartig. Schaut euch das mal an. Vielleicht geht da auch ein Stück rein und wieder raus. Also da bekommt ihr euer Billy-Regal rein, ne? Bekommt eure Oma rein. Der Pate bekommt, was weiß ich, seine Feinde rein. Was wir allerdings hier haben im Deckel, ist relativ viel Hartplastik. Und auch hier Hartplastik, aber das ist gut, das ist robust. Nur wenn man hier rüber zum Beispiel einen Bierkasten zieht, dann verkratzt man halt. Hier haben wir nochmal so kleine Teile hier, um was zu versurren, verzurren zum Beispiel. Hier haben wir, was auch immer das ist. Niemand weiß es, ich weiß es nicht. Vielleicht wisst ihr es, der das weiß, kriegt von mir ein Bier. So, und was wir jetzt natürlich machen wollen, ist ja, auf die Rückbank springen. Und dann schauen wir uns mal an, wie viel Platz ich da hinab komme. Ja, und schaut es euch an. Es muss nicht immer ein SUV sein oder eine Cross-Version oder so. Denn ich stehe mit dem Kopf nicht hier oben an. Klar, wir haben ja auch kein Glasdach drin, einen hellen Himmel, was es uns fürs Filmen leicht macht. Schwarz fände ich schöner. Kunstleder ist das hier und die Sitze sind richtig gut. Ne? Gut bezogen. Hier, schaut euch das an, geben nahezu keinen Seitenhalt. Die Rückbank ist auch ein bisschen steil, muss man sagen. Aber die Platzverhältnisse sind hier gut. Ich würde mir noch wünschen, dass man die Bank ja, von vorne nach hinten so ein bisschen verschieben könnt und in der Neigung verstellen, aber irgendwas ist ja auch immer. Kleine Armauflage haben wir hier, ne? Auch die Kopfstützen kann man relativ einfach verstellen hier und hier kann man dann eben die Rückbank umklappen. Manche Kombis machen das noch ein bisschen besser, indem man hinten so kleine Haken hat, wo man ja dann aus dem Kofferraum raus das machen kann. Also schon echt gut, optional hier auch ein USB-Anschluss hier hinten. Die Sitze auch vorne wirken sehr wertig verarbeitet. Hier haben wir dann nochmal so Leuchten. Die sind ein bisschen oldschool. An manchen Teilen hier im Auto merkt man schon, dass die Plattform und die Entwicklung vom Auto schon was her ist. Und wenn man jetzt in die Tür guckt, dann ist das ein Hauptkritikpunkt am Auto. Es ist hier Hartplastik. Hier haben wir natürlich Kunstlederbezug. Okay. Volkswagen macht ehrlich gesagt auch nicht viel mehr oder viel weniger Hartplastik da hinten rein. Hier unten haben wir noch ein Fach, bekommen wir gut was rein. Fensteröffner hier, relativ großer Türgriff. Unspektakulär, aber ehrlich gesagt auch solide. Und jetzt sprechen wir so ein bisschen, beziehungsweise nicht ein bisschen, ne, Jan? Wir sprechen über die Motoren hier drin. Und ich fange mit der Kritik an. Also ich mag das Auto, ne? Nicht, dass ihr mich falsch versteht, dass ich zu viel kritisiere, aber es gibt halt kein Mildhybrid. Es gibt keinen Plug-in-Hybrid, es gibt keine E-Version, es gibt keine Gas-Version, es gibt einfach nur drei Motoren. Und die Kritik, die kommt jetzt auch, weil der kleinste Motor ist ein 1 Liter Dreizylinder, der einzige Benziner mit 100 PS. Dreizylinder für so ein großes Auto, ja, kann man mögen, muss man nicht. Jesse hat euch den vorgestellt, schaut da gern rein. Der hat aber immer nur eine 5-Gang-Handschaltung. Generell gibt es bei dem Auto überhaupt kein Automatikgetriebe, was ein Grund für mich wäre, dieses Auto nicht zu kaufen. Aber, ja, jetzt kommt halt der Vorteil. Es gibt noch den Diesel und das ist, naja, der kleinere ist ein 1,3 Liter, der hat dann 95 PS, der hat auch nur eine 5-Gang-Handschaltung. Aber der größere, den wir hier hatten, 130 PS und der, naja, der kommt mit einer 6-Gang-Handschaltung und ganz ehrlich, der schaltet sich ausgesprochen angenehm und die Diesel haben immer 4 Zylinder, was auch schon mal gut ist. Der hat jetzt hier ja eben 130 PS, 320 Newtonmeter und das Auto wiegt nur 1470 Kilo und damit beschleunigt der halt in 10,1 Sekunden auf 100, wird 207 km/h schnell. Alles gut, alles tutti, alles super. Aber was hier drin toll ist, der hat einen angegebenen Normverbrauch von 4,6 Litern. Und ich verspreche euch was, wir waren nicht so weit davon weg und damit kommen wir dann über 1000 Kilometer damit. Das ist großartig. Wer braucht da einen PHEV, wer braucht da einen E-Antrieb? Aber gut, diese Diskussion will ich nicht aufmachen, weil ich bin Diesel-Fan, dazu stehe ich. Und das wird auch so bleiben, auch wenn es halt immer weniger Diesel gibt und auch die Verbrenner generell aussterben. Was wir jetzt machen, ist mal reinschauen in den Innenraum. Was kann der? Wie viel Technik ist da drin? Eigentlich haben wir uns darauf geeinigt, dass Jesse immer diese Runde hier geht. Aber macht nichts. Also Innenraum, dann wird gefahren. Ja, und dann gibt es ein Fazit. Kommt mit.
Ja, jetzt kommen wir zum Innenraum und viele werden sagen, ah, Janne, du Heuchler, sage dieses Auto gut, dieses Auto nicht so gut. Und ich sage, doch, für die Kohle, was ihr hier drin bekommt, ist es gut. Natürlich bietet das Auto auch Angriffsfläche. Wenn man jetzt hier das Plastik vorne anschaut, ist es kein Hartplastik, sondern weich. Hier ist zum Beispiel Hartplastik. Wir haben hier ein Handschuhfach mit den ganzen Tankbelägen. Ja, wir sind viel gefahren. Dafür haben wir echt wenig getankt. Wir haben hier Klavierlack zum Beispiel auch. Auch hier ist Hartplastik am Knie. Aber jetzt erstmal vielleicht Stück für Stück. Heller Himmel hier drin. Das ist gut zum Filmen. Ne? Hier vorne habt ihr diese Leuchten zum Beispiel auch hier. Ja, das gibt es natürlich auch schon ein bisschen mehr LED, ein bisschen moderner. Aber wenn man dann über die Sitze spricht, ja, dann sind die toll, weil die geben ganz okay Seitenhalt, sind aber echt gut gepolstert, finde ich, und ja, langstreckentauglich. Ich mag halt lieber Stoffsitze, weil im Sommer, naja, schwitzt der Rücken da nicht so, im Winter werden sie nicht so kalt. Wir haben zwar eine Sitzheizung hier, aber okay, die Sitze sind echt gut, finde ich. Was man jetzt wissen muss, ist vielleicht erstmal die Verstellung vom Lenkrad. Ich finde hier sehr schnell sehr gut eine Sitzposition. Ich kann das jetzt in alle Richtungen nach oben und nach unten verstellen, auch sehr weit. Mein Sitz hier ist nicht elektrisch steuerbar. Ich kann den auch hier so hoch pumpen, wenn ich will. Und auch Jessys ist nicht elektrisch verstellbar gewesen, aber ich glaube, sie ist ganz gut hier drin gesessen, oder? Ja, sagt sie. Und jetzt schauen wir mal in die Tür und da kommt ein kleiner Kritikpunkt. Hartplastik oben, ja, Kunstleder dann in der Mitte, die Armauflage ist gepolstert ein bisschen, aber auch nicht zu viel. Unten Hartplastik, allerdings sehr viel Platz in der Tür, bei mir hier meine Sonnenbrille da drin. Ja, und wenn wir jetzt mal die Mittelkonsole anschauen, dann ist es hier so, wir haben Parkpiepser jetzt hier vorne neu, ne? Wir haben diesen City-Lenkassistenten, da geht dann alles ein bisschen leichter. Noch echte Knöpfe für die Klimasteuerung und viele werden sagen, oh Gott, Halleluja, es gibt noch echte Knöpfe. Es ist noch möglich. Sitzheizung hier, eine sogenannte Einstufen-Sitzheizung, die kann man entweder an- oder eben ausmachen. 12-Volt-Steckdose, USB-Stecker hier und induktive Ladefläche hier. Ich habe mal ein Beispiel-Handy mitgebracht, also meins, legt man hier drauf, lädt, das ist optional, auch vielleicht, wenn ihr wissen wollt, was hier alles drin ist. Das hier ist hier alles drin. Könnt ihr das lesen? Ich hoffe schon. Ja, und dann würde ich sagen, schauen wir uns mal die Handbremse an. Denn ja, hier ist noch eine drin. Kennt man gar nicht mehr so. Ist aber gerade hier am Berg gar nicht das Schlechteste. Dann haben wir hier so ein kleines Fach unter der Armauflage. Hier, das ist sehr praktisch. Hier geht lauter leiser noch. Zum Glück über so einen Drehregler, der ist allerdings, also erst findet man den nicht und dann noch irgendwie während der Fahrt komisch zu bedienen. Aber echt gut. Hier haben wir so einen, ja, auch Kunstledersack quasi um die Sechsgang-Handschaltung. Dass die hier drin ist, ist sehr wichtig. Ja, das große Infotainment ist hier und jetzt würde ich eigentlich schon sagen, kommt Jessie vielleicht mal rein, ne? Sie macht jetzt die Tür zu, man weiß nicht genau warum, aber es ist okay. Die Wege einer Jessica sind manchmal unergründlich. Und wenn man jetzt das Lenkrad anschaut, dann ist es nicht sehr stark gepolstert, allerdings auch nicht so knochig gut. Hier kann man bei den Assistentenabstand zum Vordermann beim adaptiven Tempomaten einstellen, an, aus, Limiter hier, kann man hier einstellen, Sprachsteuerung hier. Und hier vorne steuert man das neue 7 Zoll große TFT hier in der Mitte, ist es, Jessica. Links haben wir die Drehzahl, rechts haben wir dann die Anzeige, wie viel Sprit wir da drin haben. Vielleicht noch interessant, hier haben wir noch Einstellungen zum Licht. Ich sitze hier sehr gut drin, ne? Lordose kann ich mir auch einstellen auf diesem kleinen Knopf hier. Ich weiß nicht, ob ihr den seht. Schaut mal hier. Ja. Ist gerade für Vielfahrer, die so einen Diesel dann wollen, vielleicht ganz interessant. Und wo steuert man das da vorne? Erstmal hier. Ich mag das, weil das ist eigentlich ein digitales Cockpit. Hier nur ein bisschen günstiger gemacht. Aber das tut wirklich seinen Wert. Schaut mal, was ihr da alles machen könnt. Ihr könnt die Batterieladezustand, den AdBlue-Tank anzeigen. Ja, Reifendruck habt ihr hier. Beim Audio könnt ihr ein bisschen was machen. Nachrichten, Einstellungen habt ihr hier. Könnt allerdings auch hier einfach die Geschwindigkeit groß drauf machen, was ich eigentlich immer hatte. Seht dann auch hier den Verbrauch im Bordcomputer, was eigentlich das Spannendste ist. Aber so eigentlich am schönsten. Ne? Und jetzt mache ich mal die Klima hier ein bisschen stärker, weil das Gute an mir ist ja, gerade so bei 30 Grad draußen schwitze ich ja eigentlich nie. Was Tolles ist dieses System, ganz Spannendes, wir haben hier kein Navi drin, weil da könnt ihr das Handy einfach verbinden, da könnt ihr sogar zwei Handys kabellos auch verbinden und nehmt einfach das Navi da, auch da hat man dann gespart. Was Schönes,
Ihr könnt jetzt hier zum Beispiel ja, diese Startseite frei konfigurieren. Zum Beispiel hier jetzt Trip B rein oder dann zum Beispiel wieder die Navi rein oder hier die Telefonverbindung rein. Ihr könnt es dann natürlich auch hier machen, ja, wie ihr das irgendwie wollt. Könnt aber auch ja, eine neue Seite mit einem ganz neuen Layout hier reinmachen. Dann habt ihr hier die Medien. Hier habt ihr dann die Verbindung vom Telefon, so heißt Jessica bei uns. Und dann habt ihr hier den Verbrauch. Und hier seht ihr schon 19,6 Kilometer Liter, da kommen wir später zu. Trip B, jetzt habe ich natürlich ein bisschen die Spannung genommen. Und hier habt ihr dann nochmal ja, verschiedene Anzeigen. Navi haben wir jetzt hier nicht drin, muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Aber jetzt würde ich sagen, schnallen wir uns beide mal an. Schön, da vorne ist auch bei diesem Cockpit hier, dass man hier diese kleine Mütze hat und eigentlich immer eine echt gute Sicht nach vorne. Mache jetzt hier den Motor an. Handbremse haben wir nicht mehr gezogen, fahr mal los. Und was jetzt interessant ist, ist die Rückfahrkamera. Die sitzt natürlich von mir genau in der Sonne, ist auch dann gut, dann ist die Qualität noch einigermaßen passabel. Aber naja, ehrlich gesagt hat die so ein Bild wie so ein Atari 1960, kann man irgendwie sagen. Aber ist halt einfach so, jetzt machen wir mir hier auf Home. Und jetzt fahren wir hier los und jetzt schaut mal unsere schöne Ortenauer Landschaft an. Wir haben ja nicht die Cross-Version, in der wir dann ein bisschen höher sitzen. Das ist eigentlich wahrscheinlich ganz geil, vor allem hier in solchen Gefilden. Wir haben den normalen, flachen Kombi. Der ist nicht zu breit, das heißt in der Stadt kommt man gut rum. Wir haben 10,9 Meter Wendekreis hier drin. Und jetzt ist interessant, weil schaut mal hier, City ist ausgeschaltet und dann denkt man am Anfang so, oh ja, da muss man schon ein bisschen lenken, einigermaßen straffe Lenkung und dann macht man City rein. Das habe ich schon beim damaligen Fiat 500 von meiner kleinen Schwester gehabt und habe gedacht so, Alter, dieses City-Teil da drin, mega geil, weil auf einmal könnt ihr so mit zwei Fingern lenken hier drin, so, schaut euch das an. Und es ist einfach nur leichtgängig. Jetzt haben wir hier so einen kleinen Junggesellenabschied, glaube ich, gestört. Aber das mag ich mega gern, weil diese leichtgängige Lenkung hier drin, das macht mir richtig Spaß. Wenn ihr ein bisschen schneller fahren wollt, drückt da drauf auf der Autobahn und habt eine schraffere Lenkung. Da braucht man eigentlich jetzt auch nicht den übertriebenen Sportknopf oder so hier drin, das ist einfach gut. Und jetzt machen wir das mal Stück für Stück, wie man das so als Autojournalist lernt. Wenn man dann über Auto spricht, erstmal Fahrwerk, Federung hier drin. Und die Federung ist wirklich gut abgestimmt. Die ist nicht zu hart, nicht zu weich. Ich weiß, es ist weich, das klingt nach Floskel, aber gut gemacht. Auch Spurrillen, kurze, völlig okay alles. Natürlich gibt es inzwischen Autos, da gibt es eine adaptive Federung, wo man das dann je nach Gusto irgendwie verstellen kann, hat er nicht. Und Lenkung. Lenkung haben wir drüber gesprochen. Schaltung ist ein wichtiger Punkt. Immer den 130 PS Diesel nehmen, weil eine 5-Gang-Schaltung, das ist einfach wirklich nicht mehr zeitgemäß Fiat. Die 6-Gang-Schaltung ist okay, die ist knackig, ne, und hat eben einen 6. Gang, was halt dann auch für den Verbrauch auf der Autobahn wirklich einen Unterschied macht. Und ansonsten fühlt man sich hier einfach ganz gut. Was Schönes, wenn man hier vorne diese beiden Knöpfe hat, ne, macht man dann den Spurhalteassistent rein, macht dann diesen Assistenten rein. Das heißt, das Auto hält die Geschwindigkeit, die man angibt. Natürlich muss man eine gewisse Geschwindigkeit auf der Autobahn haben, weil wir haben ja keine Automatik hier drin. Das ist auch ein Kritikpunkt beim Fahren. Eine Automatik will man einfach. Wir haben Querverkehrwarner zum Beispiel auch hinten, was Gutes. Und natürlich relativ viele moderne Sensoren, was ich mag. Und damit kann man natürlich teilautonom Level 2 unterwegs sein. Und jetzt sprechen wir ein bisschen über die Dynamik vom Auto, wenn man hier mal schneller in so eine Kurve fährt. Ja, der ist frontgetrieben, aber der ist sehr gut abgestimmt. Es ist kein Maserati, aber es ist auch kein Lada Niva, würde ich einfach mal sagen. Also einfach eine angenehme Mischung irgendwie für einen Alltag. Und was ein Diesel natürlich jetzt ausmacht und warum ich auch Diesel-Fan bin, neben dem tollen Verbrauch, und da sprechen wir jetzt drüber, was hast du eigentlich gebraucht, Jan? Ich habe wirklich nur 5 Liter gebraucht. Bin ich auf der Autobahn 180 gefahren, habe ich dann 7 Liter gebraucht. Aber ich habe es auch mit 4,9 Liter geschafft. Das Auto braucht so wenig, dass ich so viel Spaß dran hatte, hier immer weniger zu brauchen und auf der Autobahn immer mehr zu sehen. Oh, jetzt haben wir hier allerdings eine Reichweite von nahezu über 1000 Kilometer, die wir auch geschafft haben. Das hat einfach sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und eben auch dafür der 6. Gang ganz solide.
Ja, und wenn wir jetzt hier dynamischer fahren, ist es natürlich so, wir haben kein Allrad hier drin, ist frontgetrieben und einfach gut. Was ich jetzt mit euch mal noch mache, hier unten kommt dann eine Straße, ein Wendekreis auch gut, ist vielleicht einmal durchbeschleunigen, weil wie gesagt, der Diesel hat eben ja hauptsächlich Vorteile. Wir haben einen AdBlue-Tank hier drin, der ist einigermaßen sauber, aber solider Verbrauch. Auf der anderen Seite allerdings gleichzeitig sehr guten Durchzug mit 320 Newtonmeter. Jetzt bleiben wir hier mal kurz stehen, hoffen, dass von hinten niemand kommt. Ja, und dann beschleunige ich mal durch und wahrscheinlich 10 Sekunden schaffen wir. Schaltanzeige haben wir da vorne auch. Vollbremsung. Ja, auch die Bremse funktioniert. So, das war sie jetzt, meine kleine Mitfahrt. Wir fahren wieder hoch in den Rebberg und dann gibt es ein... Ja, kommen wir zum Fazit. Und ich habe euch ja in der Einleitung erzählt, dass mich dieser komische Honk von Journalist gefragt hat, der Jan, wie motivierst du dich für so ein Golf, für so ein Tipo, für so Alltagsautos? Und ich habe gesagt, pass mal auf, Freund. Was mich an dem Job, und das ist wirklich so interessiert, sind natürlich auch Maseratis, Ferraris, Aston Martins oder S-Klassen. Natürlich ist es aufregend, aber eigentlich finde ich es für YouTube viel spannender, euch zu erzählen, bei welchem Auto bekommt ihr das meiste Auto für das wenigste Geld. Und ich glaube, das hat sich auch Fiat bei dem Tipo gedacht. Man hat gedacht, okay, wir sind jetzt dann mit Stellantis verheiratet, wir bekommen sehr wahrscheinlich für viele Modelle eine neue Plattform. Also lass uns den alten, den ich sehr gut finde, insgesamt doch mal für richtig solides Geld rausklopfen. Und ganz ehrlich, das haben sie geschafft. Ihr bekommt hier einen kompakten Kombi, der alles kann. Der hat echt solide Assistenten, der hat einen tollen Verbrauch mit um die 5 Liter. Wir sind damit 1000 Kilometer etwa weit gekommen. Ja, das Auto hat flexibel Platz hinten vorne, solides Infotainment da drin, ist einigermaßen sicher. Und ich finde, dass der auch nicht nur einigermaßen schick ist, sondern ziemlich schick. Der sieht nicht viel schlechter aus als ein Golf-Variant. Und dann kommt man natürlich schon zur entscheidenden Sache und zur entscheidenden Frage, braucht man mehr Auto? Ich sag nicht. Und wenn ihr jetzt mal guckt, wo so ein Golf-Variant etwa beginnt, ne, also der Kombi vom Golf 8, dann ist es bei 24.000 Euro. Und wenn ich euch jetzt den Preis hier für den verrate, dann mache ich einen kleinen Trick, weil dann kann ich das Video auch auf YouTube viel geiler beschreiben. Ich nenne euch den Online-Preis. Also ihr könnt den online konfigurieren, ich will keine Werbung machen, aber dann online auch reservieren und dann habt ihr einen Online-Preis, was ein Preisvorteil irgendwie von bis zu 4.000 Euro ist hier drin. Und dann beginnt der als Fünftürer, nicht als Kombi, bei etwa 15.000 Euro. Okay, ich muss wieder aufheben, hier stehen meine Notizen drauf. Und als Kombi beginnt er, jetzt ratet mal, mit der 5-Gang-Handschaltung und halt nur 100 PS dann als Benziner, ja bei 16.000 Euro. So wie er hier steht, in der Ausstattungsvariante Live zum Beispiel, mit dem größten Motor, mit der 6-Gang-Handschaltung, ja so beginnt er natürlich etwa ja, bei 22.000 Euro, der Online-Preis natürlich vorausgesetzt. So wie er jetzt hier ist, beginnt er ohne Online-Preis bei 26.000 Euro mit der Ausstattung bei 31.110. Was ist da drin? 17 Zoll Felgen, die Lackierung, Parkpaket, Komfortpaket, LED-Heckleuchten, LED-Leuchten vorne. Ihr habt es ja jetzt gesehen, könnt ihr euch einmal abfotografieren, wenn ihr den genau so wollt. Das ist allerdings ein richtig guter Preis, finde ich, für dieses Auto. Ganz ehrlich, wir brauchen nicht mehr Auto, wir haben den sehr genossen und für die Langstrecke ist der Diesel ideal. Wenn euch egal ist, wie ihr von A nach B kommt, nehmt ihr halt den Benziner, der ist auch solide, aber 3-Zylinder, 5-Gang-Handschaltung muss man ehrlich gesagt auch wollen. Ich bin sehr angetan vom Auto. Wer nicht so gern mögen wird, ist unser Kooperationspartner GoLeasy, weil der ist natürlich so günstig, dass sich Leasing eigentlich fast nicht mehr lohnt. Es ist kein Plug-in-hybrider Antrieb drin. Auch das macht es wahrscheinlich im Leasing. Wobei, schaut einfach mal vorbei, ob GoLeasy den im Leasing hat. Was machen die? Die vergleichen unter den etablierten Leasing-Anbietern und suchen wir euch den garantiert besten Leasingpreis raus. Hier seid ihr allerdings gelandet beim garantiert besten Autotester Goat Jesse. Und mich gibt es auch noch. Hier seid ihr gelandet bei The Car Crash Review. Es gibt bei uns jeden Tag eine neue Karre von Jesse oder mir vorgestellt. Abonniert genau jetzt den Kanal. Macht das, ist eine gute Sache. Und bis bald in einem anderen Automobil-Zirkus. Tschüss.
Sag mal, Kollege.